Herzlich willkommen, da sind wir wieder. Und zwar zu Die Siedler 3. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wir haben so ein paar lustige Geschichten hier. Guckt mal, hier sind so ein paar Leute auf Abwägen. Ich weiß nicht, wo die immer hin wollen hier. Also wir haben hier so ein paar lustige Gesellen. Oh, okay, die wollen jetzt aber richtig Randale machen. Die wollen doch nicht Randale machen. Die denken sich immer, die könnten ja mal hier uns ärgern und dann drehen sie aber wieder um. Ja, so einfach machen wir es denen auch nicht. Nun denn, also wir haben hier jetzt folgende Situation. Wir haben hier ein paar Diebe, mit denen wir hier ein bisschen Eisen klauen gehen. Wir haben hier ein paar Pioniere, die wir wieder zurückverwandeln können. So. Und ansonsten, da oben haben wir ein paar frische Leute stehen. Zack, zack, hier holen wir uns ein bisschen Eisen von dem Blauen. Und hier unten passiert ja nichts, ne? Wir kriegen hier eine Weide, das ist alles schön, das ist alles entspannt, da passiert nichts. Wir kriegen ein bisschen Gold, also jetzt geht es ja so nur noch darum, aufzurüsten. Ein bisschen aufrüsten, damit wir hier bald richtig Randale machen können und genügend Soldaten haben. So, also Bogenschützen. Ein paar mehr Bogenschützen sind wichtig. Wir können noch nicht wieder aufwerten, aber bald. Bald können wir wieder aufwerten. So, und die rekrutieren ja immer noch ihre Leute. Wir haben hier immer noch das Problem, dass sie tatsächlich ordentlich Truppen hier am Start haben. Das finde ich gar nicht so cool. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich finde das nicht so geil, dass sie doch so viele Leute hier haben. Ah, hier haben sie jetzt einen Turm gebaut, wie mir scheint. Und irgendwer wurde gerade irgendwo geheilt. Auch das finde ich nicht so geil. Zumindest, wenn es nicht mein Lazarett ist. So, und hier wird ordentlich Eisenerz geholt. Also ich denke mal, wir können einen weiteren Waffenschmied auf jeden Fall vertragen. Den baue ich auch direkt hier vorne hin. Das ist ein kürzerer Weg. Okay, Schwerter und Bögen. Wie sieht es denn aus hier mit dem Kollegen? Liegt der voll? Ich weiß nicht, was da rumliegt. Ich mach mal 5 Bögen nochmal schnell. So. Da kommt ein Kollege. Kollege Geologe um die Ecke. Kampfkraft von 51%. Guckt euch das mal an. Das ist ja schon mal ordentlich hier. So. Okay, so. Zack, 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 zack. Dann schnell hier zurückziehen in unser eigenes Land. Und ruf da. Vom. So. Okay. Ja, der ballert hier tatsächlich noch ordentlich rum, ne? Ja, das kriegen wir schon. Oh, da kommt ein... Na gut, ja, ich weiß nicht, wo die hinwollen, aber die kriegen wir schon. Das sollten wir verteidigt kriegen, weil hier oben stehen im Zweifelsfall auch noch 2 Leute. Und ich kann hier natürlich auch nochmal 2 Leute und ein paar Schwertkämpfer schnell nochmal rekrutieren. So. Bringen wir schnell noch mal ein paar Leute hier ran. Die wollen tatsächlich hier hin. Oder auch nicht. Okay, oder auch nicht. Oder halt auch nicht. Vielleicht rennen sie einfach quer durch die Gegend und haben keine Peilung, wo sie überhaupt hin wollen. Also das ist natürlich dann ganz toll. Sie sind auf jeden Fall noch nicht aufgewertet. Sie sind lächerliche Stufe 1 Bogenschützen. Das kommt mir natürlich sehr gelegen. So. Okay. Der Kollege muss auch hier hin, bitte. So. Dann geht ihr mal hier rüber. Und ihr zwei holt euch gleich den Turm, soweit wir den kriegen können. So. Ja. Der kommt ja auch nicht weit hier. So, ich glaube, jetzt haben wir mittlerweile... Was machst du denn da? Kann ich einfach mal einen Bogenschütze... Den Bogenschützer angekommen. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube, als nächstes mache ich meine Schwertkämpfer tatsächlich auf Stufe 3 hoch als erstes. Ich glaube, das ist gar nicht so doof. So, du musst bitte ein bisschen Land einnehmen. Okay, wir kriegen Getreide. Getreide kommt voran. Getreide geht voran. Was sagen denn unsere Steinmetzhütten? Der hat komplett alles voll mit Steinen. Ja, lassen wir die noch ein bisschen machen hier. Ah, nee, dann müsst ihr da oben noch hin. Und du gehst mal da zu dem Türmchen. Wir nehmen uns alle Türme, die wir kriegen können. Ist ja wohl klar.
Ich weiß nicht, wie krass der Blaue halt drauf ist. Es könnte sein, dass wir bei dem noch ein bisschen mehr Geduld haben müssen, dass wir da noch ein bisschen was wegballern müssen, aber an sich Kampfkraft steigt immer weiter. Wir sind jetzt bei 53%. Sehr schön. Noch ein bisschen Eisen eingesackt. Ja, Gold kriegen wir auch. Ja, liegt auch ganz gut was rum an Gold, muss ich sagen. Wir könnten sogar noch eine zweite Goldschmelze uns genehmigen. Ist vermutlich gar nicht so doof. So, dann machen wir hier nochmal ein weiteres Goldlager auch hin, damit wir dann Stück für Stück hier vorankommen. Frage ist nur, wie schnell geht das mit unseren Tellern? Doch relativ fix, ne? Muss schon sagen, wir sind doch gut dabei. Ich könnte mir natürlich noch ein drittes Gebäude bauen, hier noch einen weiteren Reisbauern. Auch das wäre wahrscheinlich gar nicht so doof. Ja, so nicht. Aber so könnte man es machen. Ja, passt schon. Passt schon. Ja, und die sollen hier mal weiterbauen. So, dann holen wir uns hier einen neuen... Nein, wir müssen schon wieder neue Schwertkämpfer hier machen. Aber müssen wir auch schnell die Schwertkämpfer töten. Ha, so natürlich nicht. So natürlich nicht, Leute. Ah, Lager. Wofür machen die Lager? Weiß ich nicht. Ja, haltet euch hier zurück, bitte. Lassen wir den mal machen da. So, also Sinn der Sache ist ja, sobald wir hier auf 100% sind... Oh, wat, das sind wir sogar gleich. Wir sind gleich auf 100%, dann gibt es hier ordentlich Schwertkämpfer. Ah, dann gibt es richtig Randale. Und dann schnappen wir uns den großen Turm. Da sehe ich mal gar keine... Mache mir gar keine Sorgen. Oh, hoppala. Na, geht die Tür da auf? Jo. Alter, die interessieren sich überhaupt nicht dafür. Das ist ja mega witzig. Das ist ja mega witzig. Das ist ja mega witzig. Okay, die Tür geht aber ganz schön schnell auf hier. Ja, krass. Geht ja richtig schnell auf. So, jetzt aber. Alles, was wir an Schwertkämpfern rauskriegen können, wird rausgeballert. Okay. Schwertkämpfer kommen. So, ein einzelner trauriger Eisenbarren liegt hier rum. Und mir scheint, denen fehlt es auch komplett an Nahrung. Ne? Da ist jetzt mal ein Bäcker gerade mal dabei. Aber sonst liegt hier nichts rum. Also ja, da kommt jetzt gerade mal ein Brot raus. Aber sonst ist hier nicht viel, wie mir scheint. Ja, okay. Die versuchen da, sich ein bisschen Zauberer macht, ein paar Priester sich zu holen. So, wie sieht's denn aus hier? Gott, ey, was machen die denn da? Was macht ihr denn da? Wollt ihr hier im Alleingang durchmarschieren? Na, wenn ihr meint. Das macht ihr halt ein bisschen Randale. Okay, das hat ja sogar direkt geklappt. Krass. Das war jetzt ein bisschen erstaunlich. Habe ich jetzt so nicht erwartet. So, jetzt kommen hier erstmal die ganzen Leute an, die hier zu Schwertkämpfern werden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich brauche halt echt keine Speere eigentlich. Also vollkommen irrelevant. Vollkommen unnötig. Ja, schön. Oh, ich mag die Asiaten. Das macht schon echt Bock mit denen, muss ich sagen. Die sind schon echt eins der coolsten Völker. Ah, hier sind wieder zwei Leute dazugekommen. Okay. Die muss ich mir natürlich gleich schnappen. Boah, 9 Schwertkämpfer. Ja, komm, mit denen. Ein Schwert liegt da noch, da kommt auch gleich noch ein weiteres. Ich glaube, mit denen mache ich richtig kurzen Prozess. Mit den Leuten hier gleich. Priester kommt auch. Was kann der nochmal? Der kann hier, dass die mehr Schaden machen, ne? Nee, den Schildzauber kann er. Auch nicht verkehrt. Auch nicht verkehrt. Vor allem, wenn die Truppen da unterm Turm stehen. Gar nicht so verkehrt. Okay, Leute. So, ihr geht jetzt mal hier vorne Randale machen. Schnappt euch die Typen. Okay. So. Ah ja, die machen ja schon gut Damage hier, ne? Ah ja, haben den tatsächlich hier kaputt gekriegt. Krass. Holy moly. Okay, kommt Leute, Rinder. So, wir gehen da jetzt einfach volle Kanone rein. So, mein Schwertkämpfer geht voran. Sobald die aber einmal drunter stehen, ist das ja relativ egal.
Oh, da ist gerade ein frischer Bogenschütze rausgekommen. Ja gut, die kriegen wir noch locker, locker kaputt. Ja, ja, kein Problem, das sind... Ah, nee, ein Level 3 ist da. Ah. Naja, das hat er nicht geschafft. Nee, du musst mal weg, Kollege. So, wo werden wir noch angegriffen? Sonst ist alles okay hier. Oh, da wird ein Turm gebaut. Da muss ich natürlich aufpassen. Ah, wobei, der kann mir ja gar kein Land klauen. Der kann mir ja gar kein Land klauen. Ja. Der große Turm gehört uns. Und damit sind wir hier auch in dem Land gleich durch. Ich weiß gar nicht, ob der Blaue auch besiegt werden muss oder ob wir nur Ramadamses platt machen müssen. Wenn wir nur Ramadamses platt machen müssen, dann ist natürlich richtig entspannt. Weil den haben wir ja gleich geschafft. Der hat ja nicht mehr viel. Der hat ja nicht mehr viel. Na gut, wenn wir natürlich die Piraten hier unten noch platt machen müssen. Oh, das wäre natürlich... Oh, Alter, ich will natürlich hier Hilfe herbeiruf machen, ne? Alter, mega geil. Komm, dann mache ich jetzt. Ich will hier Hilfe herbeirufen machen. Auf alle, die hier... Wie viele sind das? Naja, sind nicht so mega viele da. Steht da jemand? Ist da jemand in dem Turm drin? Ich weiß nicht. Hier kommt überhaupt niemand, ne? Priester? Komm mal her, ja. Sind da Bogenschützen auf dem Turm? Ne, sieht nicht so aus, ne? Er kriegt überhaupt keinen Schaden. Hier ist ja nichts los. Hier ist ja niemand. Was ist denn da los? Ich kann mit meinem Priester die ganze Zeit einfach so durchs Land durchlaufen und nichts passiert? Alter, wohl, was ist denn das hier für eine Verteidigung? Hallo? Leute, was macht ihr denn hier? Es ist ja... Das ist ja jetzt ein wenig verstörend, muss ich sagen. Ich muss schon sagen, habe ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, es ist ein bisschen krasser hier. Na gut. Song, gleich der nächste tot. Ja, gleich der nächste erledigt. Okay. Neun Schwertkampf haben wir noch. Ein paar Schwertdreher sind noch dabei. Hier kriegen wir auch noch gleich ein paar weitere Waffen. Und hier ist immer noch niemand. Ja, keine Ahnung, was machen die denn hier? Die tun hier ja irgendwie gar nichts. Zong, zong, zong. Und das nächste Ding. Der nächste Turm, der uns gehört. Oh, die haben echt eine ganze Menge Gold hier rumliegen. Aber das brauchen die alles überhaupt nicht. Wozu brauchen die Gold? Ne? Die haben ja Eisenbarren. Also Eisenbarren können wir auch tatsächlich sehr gut verwenden. Die haben wir da mal gut Verwendung für. Die Eisenbarren. Weil ja tatsächlich eher Eisen bei uns das Problem ist. Weil wir halt nicht so viel Fleisch haben. Aber ist der Metzger sogar besetzt, aber viel ist da halt nicht. So, sind wir mal gespannt. Ich kenne jetzt halt die Siegbedingungen gerade nicht mehr. Aber komm, Hilfe herbeirufen. Bloinks. Sind die alle plötzlich da? Huh, da ist er ulkig. Wie kommt das denn? So, gucken wir mal, ob hier gleich irgendwelche Soldaten kommen, die hier irgendwie Randale machen. Sieht irgendwie gerade nicht so aus, als würde hier jemand krasses abgehen. Das sieht überhaupt nichts, ne? Ne, und da oben haben wir auch tatsächlich alles erobert. Okay, hier ist ja echt, niemand los. Hier ist ja nichts los. Was ist denn das hier? Schweigen im Walde. Also eine Kaserne komplett leer. Hier gibt es vielleicht eine ganze Menge Gold für uns. Können wir uns auch sehr gut einverleiben. Ja, wunderbar. Perfekt. Nehmen wir uns nochmal ordentlich Gold mit. Ja, dann ist unsere Kampfkraft nämlich noch geiler. Wenn wir auch noch das ganze Gold da unter unsere Kontrolle haben. So, ihr kommt mal einfach direkt hier runter. Ich meine, ich könnte natürlich auch nochmal Hilferufen machen. Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? So, hier steht noch ein Turm, ja. Warum eigentlich nicht? Könnte ich ja nochmal machen. Ich gehe nochmal zum nächsten Turm und dann rufe ich nochmal Hilfe herbei. Von der Kaserne hier vorne. Ah, haha! Haha! So, göttlicher Schild. Okay,
Schützt meinen Priester! Ah, das macht ihr sehr gut. Ihr habt meinen Priester super geschützt. Ah ja, geile Leute hier, ne? So stellt man sich das vor hier. Wo schießen die denn noch hin? Wo schießen denn die Bogenschützen hier gerade noch hin? Irgendwen haben die da gerade noch erlegt gehabt. Na gut. So, ihr geht hier rüber. Ja, wir marschieren einfach komplett durch. Wir rasieren jetzt einfach alle weg. Hier passiert nichts mehr. Hier wird aber gar nichts mehr passieren. Hier brennt nichts an. Ich weiß nur nicht, ob mein Priester noch lebt oder ob der womöglich jetzt den Löffel aufgegeben hat. Ja, das ist ja echt lächerlich. Hier ist ja nichts mehr. Mein Priester lebt sogar noch. Der lebt immer noch. Der ist halt richtig cool. Ist ein super Priester. Der macht das einmal zacki bumm. Zack. Sind wieder welche da. Okay, also das ist jetzt schon krass. Ich dachte, die Blauen haben da jetzt irgendwie nochmal ein paar Truppen, aber nö, es war echt nur der Ramadamsis, der hier was aufgefahren hat. Ansonsten kam da nicht viel. Und wir haben jetzt so viel Gold. Kampfkraft 78%. Mhm. Ja, muss ich mal sagen, das ist, damit kann ich durchaus sehr gut leben. So, hier, machen wir nochmal schnell einen Steinflug hier rein. Haben wir ein paar Steine da. Nicht, dass man als Asiate viele Steine bräuchte. Aber die Chinesen brauchen halt auch ein paar. Oh, ein paar Diebe sind hier noch am rumstehen. Oh ja, so viele Güter, ne? Oh, da kann man so viel mitmachen. Komm, wir bauen nochmal ein großes Wohnhaus hier mitten rein. Am besten, ja, doch, hier unten. Ja. Hier ist das ganze Holz drumherum. So, letzter Turm. Oh, hier gibt es sogar Edelsteine für die Ägypter. Wir haben das Spiel gewonnen. Ja, geil. Das lief doch supi. Ich muss sagen, die Mission hat auch schon wieder echt Spaß gemacht. Also hier nochmal, ne, der Punkt, das war genau die erste Karte. Hier, ne, also die erste Mission. Hier haben wir in der ersten Mission gesiedelt. Da war diese kleine Insel mit den Waffen. Hier ist das Gebirge und hier oben war der erste Gegner, hier unten war der zweite Gegner. Bumm! Und jetzt auch da wieder mal einfach dieselbe Mission nochmal genutzt, dieselbe Karte und dann halt abgewandelt so ein bisschen. Geil! 2286 Punkte. Aber nicht ganz mehr als beide zusammen. Beide Computer mehr, schade. Ja, Siedler haben wir 234, ist noch relativ wenig. Gebäude, okay, Essen haben wir, naja, nicht so viel gehabt. Minenpunkte sind wir auch gerade so vorne. Es war alles sehr ausgeglichen. Auch Gold. Das war hier der blaue, ne, Spieler 2. Mana hatten weit abnormal viel. Und wir hatten 60 Soldaten und der Ramadamsis 59. Aber wir haben halt alle Kämpfe gewonnen. Und die haben nicht viel gewonnen. Die hatten keinen einzigen Soldaten. Also die haben irgendwas falsch gemacht. Die hatten sogar ordentlich Minenpunkte und Essen. Was ist denn da deren Problem gewesen? Die haben auch Siedler gehabt. Keine Ahnung, was die verbockt haben. Aber jetzt kommt bestimmt ein kleines Video. Beeindruckend, Chiyu. Deine Feinde werden sicher erzittern beim bloßen Gedanken an so einen Feuerzauber. Du bist nur neidisch. Machst du erstmal nach. Na ja, ganz nett, aber eigentlich keine Qualität. Angeberin. Ramadamsis ist ein kluger Mann. Ja, ja, ja. Oh nein, 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 nein. Nix da. Nichts. Ramadamsis ist ein kluger Mann. Nee. Ja, ach, süß. Also diese kleinen Videos, ne? Ja. Okay. Ein bisschen Feuer. Feuer unterm Hintern gemacht. Nun denn, das war's. Vielen Dank für. Ja, Mission 2, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt und beim nächsten Mal geht's weiter gleich in die dritte Mission. Zack, zack. Eins am anderen. Bum, bum.